Guten Abend, vielen herzlichen Dank für die sehr netten Vorreden. Vielen Dank, Christian Lindner, vielen Dank, Herr Gerhardt. Und ich möchte es bei der Gelegenheit auch sagen, ich freue mich sehr, dass Frau Roh wieder da ist und dass sie wieder so gesund und munter da ist. Ja, die Rede ist vielleicht etwas ungewöhnlicher als die anderen Reden zur Freiheit. Die Rede hat einen immanenten Widerspruch und eine herausfordernde Struktur aus inneren Konsequenzen. Der Widerspruch sticht ins Auge. Eigentlich will ich Ihnen heute hier erklären, warum es gut wäre, das Wort Freiheit weniger und dafür bewusster einzusetzen. Gleichzeitig komme ich in dieser Rede nicht umhin, das Wort gut 100 Mal zu benutzen. Was die Form betrifft, folgende Vorwarnung. Meine Grundthese der Rede ist, dass nur freie Menschen das Wort Freiheit richtig aussprechen können. Und ich im Zweifelsfall glaube, dass ein freier Mensch chaotisch eher als geordnet spricht. Und es kann sein, dass der ein oder andere kulturelle Exkurs für Sie zu einem wilden Ritt wird. Aber ich stehe auch danach für jede Frage natürlich selbstverständlich Rede und Antwort. Freiheit, 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 Freiheit. Ein großes Wort, aufgeladen mit Pathos, Kraft und Wucht. Ist ein beliebtes Wort bei Werbetextern und Stammtischfürsten und ungekrönten Kirchentagsköniginnen. Ich glaube, Herr Gerhardt, wir meinen dieselbe Person. Freiheit ist die Eigenschaftsnominalisierung von frei, einem Wort- und Sinnkern, der eigentlich nur im angenehmsten Zusammenhang auftaucht. Schulfrei, hitzefrei, Freibier, Freibrief, Freispruch, schulfrei, Freigang, Freiburg, Freifahrt. Die unterschiedlichsten Arten der Freiheit von Wahl, Meinungs-, über Presse-, Vertrags-, Bewegungs- bis hin zur Gewerbe- und Gedankenfreiheit lösen, außer bei Diktatoren und Tyrannen, unmittelbar Wohlgefühl aus. Das Wort fühlt sich richtig an. In seiner Alltagsexistenz erscheint es mehr Emotion denn Begriff. Das ist gut, wertvoll und bedenkenswert für all diejenigen, die den Begriff im Munde führen. Der Begriff lebt. Er ist unruhig, weil er atmet. Er braucht frische Luft. Wird er anämisch, kündigt dies sein Ende an. Der Philosophiestudent wird vor dem Begriff früh gewarnt. Freiheit sei derart vieldeutig und schimmernd, dass es, Zitat aus dem Lexikon, mit dem ich mein Studium verbracht habe, in der politischen Diskussion zur Bezeichnung äußerst verschiedener Ideen und Sachverhalte verwendet und dadurch jedes allgemein nachvollziehbaren Inhaltes beraubt wurde. Zitat Ende. Das heißt, für theoretisch anspruchsvolle Vorhaben sei der Begriff nur mit höchster Vorsicht zu genießen. Das steht im Kontrast zur Evidenz des Freiheitlichen. Jedes Kind weiß, was Freiheit bedeutet. Auch weil selbst die liberalste Erziehung nicht ohne Freiheitsentzug auskommt. Im Laufstall, im Kinderwagen oder bei der Großmutter mit den teuren Vasen. Dieser Evidenz aber fehlt ein gewinnendes Pendant in der politischen Rhetorik und Theorie. Warum? Aus der Freiheit ist häufig genug das geworden, was Friedrich August von Hayek ein Wieselwort nannte. So wie das kleine Raubtier, das auch wir Wiesel nennen, angeblich aus einem Ei allen Inhalt heraussaugen kann, ohne dass man dies nachher der leeren Schale anmerkt, so sind die Wieselwörter jene, die, wenn man sie einem Wort hinzufügt, dieses Wort jedes Inhalts und jeder Bedeutung berauben. Ich glaube, das Wieselwort par excellence, schreibt Hayek, ist das Wort sozial. Was es eigentlich heißt, weiß niemand. Heute ergeht es der Freiheit oft ähnlich. Gibt es ein Wort, dessen Klang mitunter hohler und floskelhafter geworden ist als Freiheit? Das Wort blufft im alltäglichen Gebrauch mitunter wie eine hohle Freiheitsstatue. Die Werbung hat den Begriff zur Dekoration der Schaufenster hochgestrapst. Konsumistisch heißt es da, die Freiheit nehme ich mir, als wäre dieses Lebenskonzept ein ständiges Sonderangebot, besonders günstig abzugreifen. Blass und abstrakt bleibt der Begriff, ob im politischen oder vorpolitischen Sinne missbraucht, wenn er nicht vergleichsweise direkt, und das ist die Grundthese dieser Rede, existenziell an einen Freiheitsmuskel, Freiheitsnerv
oder Freiheitselan des Sprechenden angeschlossen wird. Oder aber in einer Situation geäußert wird, in der ein Ruf nach Freiheit mit existenziellen Risiken und Konsequenzen verbunden ist. Deswegen möchte ich ein paar Bemerkungen zu einer Art Diätetik des Freiheitsbegriffs machen, ausgehend von Wittgensteins siebten Satz des Traktatus: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zur selben Zeit, als Marcel Duchamp mit dem Ready-Made die Kunst an einen materialistischen und antimetaphysischen Endpunkt führte, versuchte der gerade mal 28-jährige Ludwig Wittgenstein der Philosophie ein Unhappy End zu schreiben. Duchamp wie Wittgenstein beendeten nicht nur eine Kunstform bzw. eine wissenschaftliche Disziplin, sondern stellten danach auch ihre persönliche Beschäftigung damit ein. Duchamp spielte Schach, Wittgenstein verschenkte sein immenses Erbe, wurde Lehrer, dann Gartengehilfe in einem Kloster. Glücklicherweise haben es sich beide anders überlegt und Wittgenstein liberalisierte seinen logischen Positivismus mit dem Spätwerk radikal pragmatisch und dogmatisch undogmatisch. Als junger Mann hat er in strengster Ordnung der Philosophie eine neue Orientierung verpasst. Als gereifter Mann riss er das genialische Frühwerk ein. Er agierte als freier Mensch, sprach aber nicht über die Freiheit. Ähnlich war das bei Duchamp. Freiheit war das existenzielle Fundament des Denkens und Schaffens, nicht aber Programm oder Ideal. Freiheit war Haltung, nicht Programm. Eine für das 20. Jahrhundert symptomatische Spreizung. Mit Wittgenstein kommt der sogenannte Linguistic Turn der Philosophie in Fahrt. Durch die verstärkte Hinwendung zur Sprache und zur Verwendung und Bedeutung sprachlicher Äußerungen blickte die Philosophie in einer für die Moderne so typischen Selbstreflexionsschleife auf ihren eigenen Werkzeugkasten und den Rohstoff, mit dem sie bisher eher unschuldig umging. Seither wird weniger über die Dinge gesprochen, als über die sprachlichen Bedingungen, wie von Dingen gesprochen wird. Die Sprache steht mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts unter Generalverdacht. Sie wird bezichtigt, den Menschen ein zu enges und zu altes Gehäuse für die anstehenden modernen und modernsten Weltanschauungen und Visionen abzugeben. Die Dadaisten zerfetzen den Wortkörper und kollagieren Buchstaben und Satzteile neu zusammen. In Lautgedichten und Typobildern wird Sprache in seiner Materialität neu entdeckt, als Klang und Bild. In sprachtrunkenen Romanen von Marcel Proust oder Thomas Mann wird der alte Glanz der Wörter bejubelt wie das Fünf-Sterne-Menü auf der untergehenden Titanic. Für Wittgenstein war das Feiern der Sprache der Missbrauch eines Kommunikations- und Bezeichnungswerkzeugs. Es war einfach nur la pour la. Ein paar Jahre nach dem Traktatus erscheint ein ebenso grundstürzendes Werk eines 38-jährigen Philosophen aus Freiburg, namens Martin Heidegger. In Sein und Zeit wird der Linguistic Turn ontologisch geerdet. Heidegger erklärt nicht nur der Moderne den Krieg, bevor sie sich zur vollen Blüte entwickeln kann, sondern auch weiten Teilen des abendländischen Rationalismus. Melancholisch und kulturpessimistisch blickt er auf die Gegenwart. Zitat: Alles Ursprüngliche ist über Nacht als längst bekannt geglättet. Alles Erkämpfte wird handlich. Jedes Geheimnis verliert seine Kraft, die Sorge der Durchschnittlichkeit enthüllt wieder eine wesenhafte Tendenz des Daseins, die wir die Einebnung nennen wollen. Zitat Ende. Und diese Einebnung hat das Handwerkszeug des Philosophen die Sprache bis zur Unbrauchbarkeit deformiert. Wo früher Rede war, ist heute Gerede, so Heidegger. Ging es in der Rede darum, in Bezug auf Seiendes sich mitzuteilen, so geht es im Grunde im Gerede um alles und jeden, aber dem Gerede fehlt der philosophische Tiefgang. Das Reden wird zuerst flach, dann hebt es ab und wabert als Weiter- und Nachrede fort. Wir kommen gleich dazu, was das mit dem Liberalismus zu tun hat. Heidegger kommt durch den Keller ins selbe Gerichtsgebäude, in dem Wittgenstein die Anklageschrift gegen die Sprache in ihrem verlotterten Jetzt-Zustand verliest. Doch während der junge Wittgenstein versucht, die Logik in der Sprache zu reetablieren, zwingt Heidegger sie zur existenziellen Fronarbeit. Die Sprache, so wird er später schreiben, ist das Haus des Seins. Sie ist das Gehäuse, in dem jedes Sein sein Wesen gewinnt.
Heidegger entwickelt, wer auch immer es schon mal gelesen hat, weiß das, eine eigene Sprache, die archaisch und urdeutsch anmutet, eigentlich eine Synthetikmischung aus hochmittelalterlichem Deutsch, griechischer Etymologie und aus dem Wörterbuch der Schulphilosophie war. Nicht mehr der Mensch steht bei ihm im Mittelpunkt, sondern das Sein. Diesem Sein sprachlich und gedanklich habhaft zu werden, ist schwierig und nicht nur mit dem richtigen Vernunftgebrauch vorstellbar. Der Denkende benötigt eine existenzielle Bereitschaft, sich auf das Verstehen des Seins einzulassen. Und ganz interessant, an dieser Stelle kommt bei Heidegger die Freiheit ins Spiel. Das Wesen der Wahrheit, schreibt er, offenbart sich als Freiheit. Auch bei Heidegger steht das Wort Freiheit weniger für einen politischen Terminus, denn für einen der Existenz. Freiheit gilt als Qualitätssiegel für die intellektuelle Bereitschaft, auch Unmögliches zu denken. Wer frei ist, kann entfesselt denken und damit zum Wesen der Dinge, so es sie gibt, vordringen. Besser noch, er kann die richtigen Fragen stellen. Die politische Rhetorik hat wenig von diesen Um- und Irrwegen des Begriffs Freiheit verinnerlicht. Das ist das Problem der politischen Sprache überhaupt. Sie ist an vielen Punkten noch eine des 19. Jahrhunderts. Und sie ist es gerade da, wo sie eine ideale Kommunikationssituation naiv als Voraussetzung postuliert, dass jedes Wort genau so verstanden wird, wie es gemeint ist. In der also die Intention des Sprechers mit der Rezeptionsgabe des Empfängers auf ideale Weise harmonisiert und harmoniert. Dabei wissen nicht nur Luhmann-Verehrer, dass gelingende Kommunikation der unwahrscheinliche Fall ist. Die verlorene Unschuld der Sprache, sie ist im politischen Raum wenig reflektiert. Insbesondere das Reden über Freiheit könnte aber von dieser Unsicherheit profitieren. Dann nämlich, wenn das Reden und Denken über Freiheit selbst ein Akt der Freiheit ist. Das Reden über die Freiheit hat zum Teil aus guten, zum Teil aus weniger guten Gründen den linguistischen Paradigmenwechsel ignoriert. Die guten Gründe sind schnell zu benennen. Dort, wo die Freiheit gegen Diktaturen, Leid und Unterdrückung nicht einfach nur ein schnell hingesagtes Wort war, sondern eine Verheißung, ein Versprechen, ein Symbol für Aufbruch und Veränderung, für Menschlichkeit, für eine bessere Welt. Dort benötigt sie keine Gebrauchsanweisung. Dort, wo die Freiheitsforderung im marxistischen Sinne gewissermaßen historisch notwendig war und ist, wird es überflüssig, die Gebrauchsanweisung des Begriffs inklusive der Fußnoten zu studieren. Unter solchen Voraussetzungen gewinnt der Begriff seine unmittelbare Wucht zurück. Kardinal Lehmann hat in seiner Rede zur Freiheit, die eine der beeindruckendsten Reden zur Freiheit war, gegen Ende seiner Rede den Neurologen und Psychiater Viktor Frankl zitiert, der als Insasse von 4 Konzentrationslagern von der Freiheit des Menschen spricht, Zitat, sich über all seine Bedingtheit hinauszuschwingen und selbst den ärgsten und härtesten Bedingungen und Umständen entgegenzutreten, sich entgegenzustemmen, Kraft dessen, was ich, schreibt Frankl, die Trotzmacht des Geistes zu nennen pflege. Zitat Ende. Wen die Freiheit durch 4 KZs getragen hat, muss sich nicht um die Problematisierung des Wortes und seiner ungenauen Bedeutung scheren, sondern für den entstand, wie der späte Wittgenstein das so locker erklärte, die Bedeutung im Gebrauch. Gegen die Tendenz der Moderne zur Entzauberung wächst der Freiheit in einem Kontext von Barbarei und Antihumanität eine geheimnisvolle Wunderkraft zu, als Macht auch der Machtlosen. Frankl hatte erkannt, dass die letzte Freiheit, nämlich das, was er im Kopf hatte, ihm von keinem KZ-Wärter genommen werden konnte. Deswegen hat er sich mit anderen jüdischen Intellektuellen im KZ verabredet, um sich Witze zu erzählen. Jeden Tag. Dem Humor folgten neue Kräfte und ein unerschütterlicher Überlebenswille, verbunden mit dem existenziellen Schwur, an diesem Leid nicht zu zerbrechen. Daraus hat er später in seinem Werk abgeleitet, dass Leute in irgendeiner Form einen Sinn in ihrem Leben sehen müssen, damit sie seelisch gesund bleiben. Als ein berühmter deutscher Komiker vor 2 Jahren die Frau von Frankl traf, hat er sie gefragt, was für ein Mensch Frankl war.
Sie antwortete ganz zügig und sofort: ein Kasper. Doch gerade in jeder Kasperei, selbst im KZ, erhält das Reden selbst, nicht das Gesagte, eine rettende Funktion. Frankl nimmt sich die Freiheit, auch an einem Ort grenzenloser Barbarei auf dem Lachen zu bestehen. Das Witzeerzählen wird so zu einer Freiheitsmeditation, deren Folgen für den Überlebenswillen medizinisch ganz nüchtern beschrieben werden können. Lachen führt zu Ausschüttungen von Hormonen und das Immunsystem wird gestärkt. Zudem gehen Wissenschaftler davon aus, dass der Körper beim Lachen Endorphine aktiviert, die euphorisieren und Ängste minimieren. Das Bewusstsein des freien Menschen, seine geistige Unabhängigkeit, die ihm auch in maximaler Bedrohung Lachen ermöglicht, hat also eine präventive Kraft. Frankl wird in dieser Rede nicht der einzige Kasper bleiben. Duchamp war wohl auch einer, und ehrlich gesagt sieht Heidegger auf den meisten Fotos wie ein riesengroßer Kasper aus. Ausgerechnet ein Genie des Humors formuliert im 20. Jahrhundert ein weithin unerreichtes Manifest für die Freiheit. In der Schlussrede des Meisterwerks Der große Diktator lässt es Charlie Chaplin vor pathetischen Sätzen nur so wimmeln. Ich zitiere, ich denke, alle haben den Film schon mal gesehen: die Freiheit, die Sie, gemeint sind die Unterdrücker, den Menschen genommen haben, wird Ihnen dann zurückgegeben werden. Und auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Und Soldaten kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Sagt er dann nochmal, Soldaten kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Der Sprechakt im Film selbst aber kennt eine entgegengesetzte Bewegung. Als der jüdische Schuster, der wie ein Klon des Diktators und natürlich filmästhetisch auch wie ein Klon Chaplins aussieht, als dieser an das Mikrofon tritt, leise und vorsichtig anfängt, zu den Menschenmassen des Parteitags und zu den Millionen an den Radiogeräten zu sprechen, artikuliert er vorsichtig und zart, um im Laufe der knapp vierminütigen Rede lauter, entschiedener und härter, ganz im Stile des Diktators zu agitieren, der ihm nach dem Leben trachtet. Die Situation der Rede hat den Inhalt der Rede verändert. Der Schuster wird zum Diktator der Freiheit und die Leute jubeln seinem humanistisch-freiheitlichen Manifest ähnlich entschieden zu, wie sie es wohl auch einer antisemitischen Hetzrede zugejubelt hätten. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig, erklärt Chaplin am Anfang dieser Rede und formuliert seinen Misstrauensantrag gegen die Sprache. Es ist ein gesundes Erbe des Antitotalitarismus nach den Propagandaschlachten der Wortungeheuer, eben diesen zu misstrauen, egal wie ehrenhaft sie daherkommen. Für Freunde der Freiheit ist dieser Filmausschnitt ein Lehrbeispiel darüber, wie auch im heroischen Appell an die Freiheit diese innerhalb weniger Minuten Gefahr laufen kann, zu ihrem Schatten oder gar zu ihrem Gegenteil zu mutieren. Vielleicht hat Chaplin aber auch bewusst dieses Wort mit stählerner Wehrhaftigkeit armiert, um es als Waffe gegen die Tyrannen seiner Zeit richten zu können. Sicher ist nur, dass Chaplins Rede bis heute so verstörend und aufwühlend rezipiert wird, weil sie der Naivitätsfalle der politischen Sprache entgeht. Wer das Wort Freiheit ehren will, setzt es mit Bedacht und Vorsicht ein. Er respektiert es, indem er es nicht verschwendet. Wittgensteins Hinweis an die Philosophie, aber auch die politische Theorie, die Klappe zu halten, wenn die Wörter schwimmen und wieseln, war postmodern weniger ein Denkverbot, sondern eine Anregung. Die Entleerung des Begriffs Freiheit, seine fahle Existenz als semantischer Würdenträger und idealistischer Dekor raubt ihm Charme und Verführungskraft. Er hört auf, Menschen, insbesondere auch junge Menschen, zu infizieren, wenn er kühl, leidenschaftslos, akademisch, hager, aus Mündern stolpert und fließt, bei denen sich Floskel an Floskel, Allgemeinplatz an Allgemeinplatz, durchschaubares an kalkuliertes reiht. Das Problem ist nicht, dass die Freiheit nicht genug Freunde hätte, so wie du das gerade gesagt hast, sondern möglicherweise zu viele falsche Freunde, die diesen Begriff dekonstruieren, ohne Sinn und Verstand, indem sie ihn litaneiartig beschwören, weil sie zu viel Steuern zahlen, Tempo 30 zünden, nervt und Staatswirtschaft ablehnen.
Wer die Freiheit im alltäglichen politischen Geschäft als Verhandlungsmasse bemüht, entehrt und banalisiert sie oft genug. Das Wort kommt zu schnell, zu oft, zu unbedacht, zu keulenartig zum Einsatz, zu oft vorgetragen in einem Ton und von einem Sprecher, dessen Satzbau und Körpersprache diese Freiheit entweder in Frage stellt, bezweifelt oder schlichtweg dementiert. Wer Freiheit ernst meint, muss diesen Begriff existenziell beglaubigen. Der Begriff erfordert maximale Akteneinsicht in die Biografie des Sprechers. Gemeint ist hier weniger eine NSA-artige Observation als eine Kontextualisierung jeder Rede zur Freiheit über die Sprache, mit der einem der Freiheitsprediger gegenübertritt. Mit dem Stil seines Auftretens, mit dem Humor, jener feinen Signatur der inneren Unabhängigkeit zum Behaupteten und Bemühten. Wer frei über Freiheit spricht, bemüht eine existenzielle Ebene im Gesagten. In der Art seines Einspruchs gegen Ordnungen und Regeln markierte er die innere Notwendigkeit des Gesagten durch seinen Auftritt. Die Reden von Boris Johnson, zuletzt auf dem Parteitag der Tories, sind solche Sternstunden. Freestyle gedacht und zur Aufführung gebracht. Im übertragenen Sinne sind die exemplarischen Helden der freien Rede wie des freien Ausdrucks. Ich bin mir sicher, einige kennen von ihnen den Free Jazz, andere kennen die Maler des Action Paintings und einige kennen vielleicht von Norman Mailer den Aufsatz über den White Negro, den Hipster, der eine eigene Sprache erfunden hat. Ein Lebenskünstler, ein Libertär. Warum erzähle ich Ihnen das in eine solche Runde hinein, in der es wohl mehr Freiberufler und Unternehmer gibt als Künstler und Hipster? Meine Unterstellung, vielleicht ist es auch gar nicht so. Weil sich Unternehmer, Freiberufler, Manager und Künstler in der Sozialisation oft näher sind als gedacht. In den vergangenen Jahren haben mehrere Studien hinlänglich dokumentiert, dass anarchistische Kinder, regelverachtende Jugendliche und verschrobene Pubertierende signifikant größere Wahrscheinlichkeiten haben, am Ende als Unternehmer oder, wie Boulevardmedien sagen würden, als Chef ein erfolgreiches Leben zu führen und mit ihrer Mischung aus Unangepasstheit und Gestaltungswillen gegen alle Widerstände in der freien Marktwirtschaft ihren Parcours finden. Je freier die Marktwirtschaft, umso funktionaler für Individualisten, vermeintlich Verrückte und Männer wie Frauen mit krummen Biografien. Das hochbegabte Kind eines syrischen Politologen namens Steve Jobs ist dafür ein gutes Beispiel. In der Schule langweilte er sich, das Studium brach er nach dem ersten Semester ab, um danach der analogen wie der digitalen Welt eine neue Ordnung zu verpassen. Wer einmal das Vergnügen hatte, in Yossis Geek Garage am Rande Tel Avivs einem Treffen der besten Tüftler und Erfinder des israelischen Silicon Valley beizuwohnen, weiß, dass die Grenzen zwischen zeitgenössischer Performancekunst, Experimentalfilm und eben jener Gedanken- und Humorwelt der großen Ingenieure unserer Zeit nicht nur fließend, sondern gar nicht mehr vorhanden sind. Die Präsentation dadaistisch anmutender, auf den ersten Blick sinnloser Erfindungen hat alle Zutaten einer in Museen üblichen Performance samt der Exzentrik der Autoren. Die gefilmte Dokumentation, sagen wir, einer, und das habe ich damals gesehen bei Yossis Geek Garage, einer Pfandflaschen-Explodiermaschine, sind geschnitten wie Screwball-Comedies. Fast möchte man sagen, dass die zeitgenössischen Künstler etwas Artigeres haben als jene 20-something-Unternehmer, die von klein auf gelernt haben, dass die Schulen und Universitäten, wie sie hierzulande in der Regel anzutreffen sind, ihnen nichts als Unverständnis und Bürokratie anzubieten haben. Ein Unternehmer, ja. Der Unternehmer wie der Künstler liebt die Freiheit, weil er sie braucht, um schaffen zu können. Sie ist für ihn so notwendig wie die Luft zum Atmen. Sie ist ein Grundlebensmittel. Also, nur freie Menschen können Freiheit richtig aussprechen. Meine Beispiele waren Action Painter, Free Jazz und Hipster. Das ist ein vergleichsweise einfacher Beleg meiner Grundthese. Es geht aber auch immer etwas verdrehter. Freiheit kann sich Paradoxe artikulieren. Hier landet man wieder bei einem anderen Kasper, einem großen Komiker, eigentlich, ich finde, fast so groß wie Charlie Chaplin.
Der Haustyrann und Ausbeuter, der mit jedem Sprechakt ein rigides Weltbild konstruiert, das aber von der Körpersprache wieder eingerissen wird. Wen meine ich? Louis de Funès. Er spielt in seinen Rollen ausschließlich Polizisten, Unternehmer, Ultrakonservative, aber in diesen Rollen agiert der Körper eines Anarchisten und ausgestattet mit einem Sprachzentrum eines Libertärs. Sein ganzer Humor lebt von der körperlichen Revolte gegen die papierenden Worte, die er benutzt, um Frau, Sohn, Tochter oder Angestellte zu malträtieren. Das Genie des Louis de Funès wütet, und indem sie mit seinen Sprachakten wüten und wüten, entmachtet er diese Welt der Ordnung, die er in seinen Monologen aufbaut. Dieser Humor kann demnach als eine populäre Pointe auf den Linguistik-Turn der Philosophie interpretiert werden. Von Louis de Funès führt ein direkter Weg zu Deutschlands vielleicht größten Philosophen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Seine äußere Gestalt war die eines stark schwäbelnden Staatsbeamten und Schulphilosophen mit einer revolutionären Jugend im Tübinger Stift. Sein Denken aber war eine Art Sprengstoffgürtel für die Gewissheiten und Werte seiner Zeit. Hegel schuf ein imposantes Gedankengebäude als Double seines schwäbischen Körpers und seiner bürgerlichen Identität. Seine Gedanken waren so frei, wie er es wohl nie werden konnte. Seine Dialektik, jener Versuch, die Weltgeschichte als den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit zu denken, wurde getragen und motorisiert von einem dynamisch gewordenen Welterfassungssystem, das in seiner Wirksamkeit und Kraft weit über die Anliegen und Werte des Philosophen herausragten. Hegel entkam in seinen normativen Einschätzungen und Setzungen der relativen Enge seiner Lehrer- und Beamtenbiografie kaum. Sein Denken aber übergeht diese Schranken leichtfüßig. Wohl deshalb wurde Hegels Philosophie so wirkmächtig. Sie konnte vom Kopf auf die Füße und wieder zurückgestellt werden. Hegel hat das Denken befreit, weil er es aus dem starren Verwalten und Setzen von Ideen und Begriffen entbunden hat. Auch dort, wo er nicht von Freiheit spricht, setzt seine Dialektik diese in Gang. Deshalb konnten weder Marx noch Fukuyama den Deckel drauf machen. Das Drehmoment und die Beschleunigungswerte seiner Denkbewegungen schienen für die Überholspuren des 20. Jahrhunderts konstruiert. Sein hochgeistiger Freiheitsbrennstoff ist derart rein destilliert, dass es ihn schnell genug macht, seiner eigenen Zeit zu entkommen. Das Freiheitsideal, das zur Avantgardepflicht des Liberalismus gut passt, zu der wir später kommen werden. Einen Schluck trinken. Freiheit als Idee ernst genommen, kennt keine Endpunkte ihrer Selbstverwirklichung in der Realität. Aber auch das Gegenteil stimmt. Wer die Freiheit im Munde führt, ohne sie in ihrem radikalen Wagnis ernst zu nehmen, macht sie klein und überschaubar. Wenn sie nur bis ans Ende der eigenen Steuererklärung oder des Arbeitsrechts reicht, bleibt sie Gefangener unfreier Motive. Sie schrumpft zum idealistischen Accessoire, zum Parfum. Eine Art pragmatische, negative Theologie der Freiheit wäre wünschenswert, gerade bei jenen, die sie so oft im Munde führen und in die Verantwortung im Umgang mit dem Begriff ein wenig abhanden gekommen ist. Wie gesagt, diese Rede gibt ein schlechtes Beispiel voran. Die negative Theologie ist ein aus dem Platonismus stammendes Verfahren, dabei werden das Denken und Reden über Gott beschränkt, indem alle positiven Aussagen konsequent als unangemessen kritisiert und verworfen werden. Im Augenblick will von einer negativen Theologie der Freiheit niemand etwas wissen. Freunde der Freiheit umgehen die Erschütterung des Linguistic Turns und berufen sich unbewusst oder bewusst auf jene Quellentexte des Liberalismus, die aus den Zeiten vor dem Linguistic Turn stammen. Die Klassiker werden poliert und gepflegt wie Oldtimer-Freunde ihren Strich-Achter oder Urelfer. Das hilft bei der Traditionspflege und beim Lebendighalten der Geschichten, aber es gibt der Freiheit oft genug etwas Museales. Mit dem sehnsüchtigen Blick auf das 19. Jahrhundert, als das liberale Bürgertum Avantgarde und knackig frisches Establishment war,
muss die eisige, mühsame, komplexe, unromantische Gegenwart noch ungastlicher für den Liberalen erscheinen, als sie es in Wirklichkeit ist. Das 20. Jahrhundert wird zu einer bitteren Prüfung. Es sollte das Jahrhundert eines hysterischen antiliberalen Backlashs werden. Viele kluge Köpfe erlagen den Versuchungen der Unfreiheit, wie Ralf Dahndorf dies so formuliert hat. Die Kultur der Moderne räumt die Freiheit als Ideal von der Bühne. Die neuen alten Helden der Moderne sind entweder Ingenieure des neuen sozialistischen Menschen oder Ikonen des Scheiterns. Sie heißen Sisyphus, Ödipus und Prometheus. Korrespondierend mit dem oft nihilistischen Furor der Moderne verdüstern sich die politischen Utopien. Und zwar nicht nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Dichter und Dramatiker Heiner Müller, der originellste der Antiliberalen, steht für beides. Ein politisches System, das die Freiheit verachtet, und eine Kultur, die dieser Verachtung sanft und zynisch widerspricht. In einem Wettbewerb der Sprachsysteme dementiert er die Freiheit des Westens. Zitat: Frei sind sie hier nur, erklärt er in einem seiner Interviews, die vor allem in westlichen Medien veröffentlicht werden, weil sie all jene ausklammern, die es nicht sind. Der Reichtum der kapitalistischen Staaten basiert auf dem Elend der Dritten Welt. Zitat Müller, Ende. Das heißt natürlich nicht, dass Müller dem realsozialistischen Status quo das Wort redet. Michail Gorbatschow wird für ihn zur letzten Hoffnung des Kommunismus. Die Geschichte sollte Müller doppelt Unrecht geben. Zum einen wurde Gorbatschow zum Totengräber des Kommunismus, zum anderen wurde auch die vom Dichter prophezeite große Bedrohung Gorbatschows für den Westen einfach hinweg umarmt. Gorbatschow wurde ein Darling und nicht eine Bedrohung, weil er, Zitat, für machbar hält, was Lenin ursprünglich wollte, die Vereinbarkeit von Freiheit und Gleichheit. Unter Freiheit verstand Müller selbstverständlich nicht die Freiheit des Westens zu tun und zu lassen, was man möge. Zitat, nein, eine totale Freiheit kann es nicht geben. Zunächst muss man die Freiräume nutzen, die jetzt schon da sind. Jeder Industriearbeiter in der DDR hat mehr praktische Freiheit während der Arbeitszeit, als sie ein Arbeiter in der BRD hat. Zitat Ende. Ein ähnlich sophistisches Ballett choreografiert Herbert Marcuse mit seiner Theorie der repressiven Toleranz. Sie verdreht wirkmächtig die Beweispflicht des Freiheitlichen. Die Freiheit der Meinungsäußerung, Versammlung und Rede wird zu einem Instrument, Zitat, die Knechtschaft freizusprechen. An dieser Stelle sei zweierlei bemerkt. Die Wollust der westlichen Eliten, sich dies von einem Zigarre rauchenden Neobrecht wie Müller oder einem luftigen Philosophen wie Marcuse ins Stammbuch schreiben zu lassen. Und zweitens die Wehrlosigkeit der Freunde der Freiheit, dem kulturell irgendetwas entgegensetzen zu können. Der Maler Georg Baselitz vielleicht, der seine Bilder von der Documenta 1977 abzog, weil die Kasseler Leistungsschau der globalen Kunstavantgarde Staatsmaler der DDR ausstellte, die er, Baselitz, dann ordnungsgemäß als, Zitat, Arschlöcher beschimpfte. Bis heute büßt Baselitz für diesen Affront gegen das Appeasement mit den Propagandisten einer freiheitsfeindlichen Diktatur. Der Antikommunist, und als solchen versteht sich Baselitz auch, wird zum Exot in den 70er Jahren. Die bürgerliche Kultur steckt ebenfalls in einem Freiheitsdilemma. Sie ist Gefangene einer Sinnkrise, die der Tod Gottes und seine geistigen und kulturellen und politischen Folgewirkungen haben. Die Künstler des 20. Jahrhunderts heißen Kafka, Beckett oder Warhol, der sich danach sehnte, eine Maschine zu sein. I want to be a machine. Und wie ernst er es damit meinte, belegt sein Tagebuch, das er penibel führte wie ein Autoliebhaber das Serviceheft. Die nach den Beatles wohl einflussreichste Popband, Kraftwerk, hier aus Düsseldorf, mimten auf ihrem Meisterwerk Mensch-Maschine allesamt Roboter. Philosophisch folgte auf den Tod Gottes der Tod des Menschen als Kategorie und Konzept, da erschien die Sehnsucht, Roboter werden zu wollen, naheliegend. Dass dies dem Freiheitsgedanken nicht wirklich zuträglich war, dürfte evident sein. Doch bevor wir noch tiefer in die Popkultur und ihre Freiheitsreligion einsteigen, noch ein kleiner amateurhafter Schwenk auf das große Ganze des liberalen Denkens.
Die Erosion des Freiheitlichen in den Tempeln der Hochkultur und der hohen Popkultur wie bei Kraftwerk findet oftmals ihr Pendant an den Unis, in Instituten und in anderen Vorhöfen der Politik, auch den Medien. In der politischen Theorie wie in der Volkswirtschaft überwintert der Begriff der Freiheit an einigen Universitäten und Instituten unbeschadet, besonders natürlich im angelsächsischen Raum. Aber die meisten Liberalismustheorien erhalten einen Economic Turn. Die ökonomischen Denker des Freiheitlichen übernehmen die Meinungsführerschaft. Eine nicht unproblematische Entwicklung. Der britische Ideengeschichtler Larry Seedentop erinnert vor diesem Hintergrund an die ursprünglichen liberalen Theorien des 18. und 19. Jahrhunderts, die Fragen der Moralphilosophie, der Geschichte und der Wirtschaft mit Rechtsfragen verband. Dieser Urliberalismus stellte eine Vision von den Bedingungen menschlicher Blüte dar, also der Art, wie die Garantie mehrerer grundlegender Menschenrechte nicht nur den Wohlstand, sondern auch moralische Autonomie und Verantwortlichkeit förderte und die sozialen Bedingungen für die Selbstverwaltung bereitstellte. Als der Liberalismus dies anbieten konnte, stand er im Zenit seiner Wirkmacht. Davon ist er heute weit entfernt. Egal, wie zynisch und paradox die elitären Reflexe auf die Freiheitssehnsüchte der Menschen im 20. Jahrhundert ausfallen, die Popmusik singt ein anderes Lied. I want to be free. Free, 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 I want to be free like the bird in the tree, singt Elvis in einem zarten Ausbruchsversuch. Obwohl der Song naheliegenderweise auf dem Soundtrack des Gefängnisfilms Jailhouse Rock erscheint, ist der Lonely Room, in dem der Sänger seiner Freiheit nachtrauert, eher ein metaphorisches Gefängnis. Elvis spielt den Gefangenen einer frigiden, intoleranten, engstirnigen Welt. Er spielt sich selbst. An den Gitterstäben sägen seine Musik und seine wollüstigen, aufbegehrenden Bewegungen, insbesondere das als obszön wahrgenommene Kreisen und Schütteln seiner Hüften. Camus' L'Homme Révolté ist wenige Jahre nach seinem Entwurf ein selbstverständliches Role Model der Jugendkulturen geworden. Ohne die Melancholie des Absurden, ohne den Ballast des Moralischen wie bei Camus, ist die Revolte bei Elvis, aber auch bei vielen anderen Rock'n'Rollern einfach nur eine Strategie, um in den Ketten besser tanzen zu können. Zeitgleich mit Camus und Elvis popularisieren Regisseur Nicholas Ray und sein Star James Dean mit Rebel Without a Cause den existenziellen Aufstand als Antithese zum kommunistischen Konzept der Revolution. Mitten im Kalten Krieg wird die Freiheit im Westen durch Jugendliche neu vermessen, die sich von der Feigheit und Rigidität der Erwachsenenwelt verraten fühlen. James Dean ist nicht die Bedrohung des freien Westens, sondern sein neues Ideal. Die väterliche Autorität wird nicht bekämpft, sondern eingefordert. Der 17-jährige Jim Stark will in der Pubertät Sisyphus sein dürfen gegen eine Autorität, gegen die es sich zu rebellieren lohnt. Bricht diese Figur weg, bleibt nur die wüste anarchische Rebellion samt ihrer selbstzerstörerischen Gefahren. Jim ist angewidert von seinen konformistischen Eltern und findet am ehesten Verständnis bei dem Polizisten, der sich um jugendliche Delinquenten kümmert. Die Tendenz der Eltern, bei Konflikten umzuziehen und zu fliehen, verhindert den Konflikt, den es braucht, um erwachsen zu werden und den eine freie Gesellschaft benötigt, um weiterhin frei zu werden. Eine Gesellschaft, so offen und dereguliert sie auf den ersten Blick erscheinen mag, verliert Freiräume in den Augenblicken, wo sie aufhört, die Grenzen der Freiheit auszutesten, in denen aus Freiheit Beliebigkeit und Indifferenz werden. Dies folgt dem amerikanischen Weg, der Realitäten verändert und eben nicht Systeme, etwas, das Dahndorf an den USA immer sehr gefallen hat. Der Rebell ist die Avantgarde des Liberalen. Er ist im Camus'schen Sinne ein Mensch, der nicht anders kann, als zu revoltieren, und im Sinne James Deans eine Ikone des Widerstands gegen den bequemen sozialen Status quo. James Dean macht diese Rebellion zur Stilfrage. Fast stärker noch als Elvis wird Deans Look mit Jeans, weißem T-Shirt und roter Fliegerlacke
zu einer Uniform jener Armee von individualistischen Aufständischen, die sich dem Grau der angestellten Nachbarschaft nicht kampflos einordnen will. Die transzendentale Obdachlosigkeit der Nachkriegs- und Wohlstandsjugend konnte Nicholas Ray nicht besser einfangen als in jenen Momenten der Tragödie, die in dem Observatorium hoch über den Hügeln von Los Angeles stattfinden. Der Himmel ist leer, kein Gott hat sich dort versteckt, die Sterne leuchten über allen und beleuchten die existenzielle Geworfenheit des Einzelnen. Am Ende wird diese Welt wie alle Materie untergehen, erzählt der Sternwart den Jungen und Mädchen. Auch hier ist der Film ganz nah an den Grundeinsichten des Existenzialismus und seiner nihilistischen Grundlagen. James Dean und Nicholas Ray haben Camus' Botschaft der Rebellion und der existenziellen Geworfenheit auch abseits akademischer Lesezirkel höher und sichtbar gemacht. Wenn auch mit einem Hang zu Happy End, der am Ende zu einem neuen Generationenvertrag zwischen Vater und Sohn führt, der aber derart brüchig ans Ende des Films geklebt scheint, dass er die Revolten der 60er Jahre gewissermaßen prophezeit. Pop ist stets beides, Widerstand und Anpassung nur selten in der richtigen Mischung. Aber dennoch erwächst in der Pop- und Gegenkultur eine unbestechliche Streitmacht des Freiheitlichen. Sie artikulieren, wie der Theologe Jochen Wagner schreibt, eine schwache Metaphysik. Die Etabliertheit der liberalen Kreise verhindert oft genug, dass dies zur Kenntnis genommen wird. Deswegen gibt es keinen Sinn für jene reinen Quellen des Freiheitlichen, die aus der Popkultur entspringen. In dem Maß, wie das Private politisch wurde, bekam der existenzielle, vermeintlich unpolitische Freiheitsdrang einen politischen Drall. Die friedliche Revolution in Deutschland war auch der Aufstand derjenigen, die noch Monate zuvor unter den Linden kommend zum Brandenburger Tor drängten, um David Bowie, Depeche Mode oder Pink Floyd zu hören. Oder auch David Hasselhoff, um seinen grandios minimalistischen Schlager I'm Looking for Freedom. Das archaischste Freiheitsversprechen liefert für viele die Popkultur. Sie war und ist Symbol und Symptom einer freien Gesellschaft. Die kulturelle Alexie, die Zeichen der Zeit zu lesen, hat die Liberalen versäumen lassen, diese Freiheitscodes in ihrer Bedeutung angemessen zu würdigen und vor allem zu verstehen, abseits des Unterhaltsamen. Stattdessen blieb das liberale Bürgertum oft genug der Hochkultur, der Theater, der Literaturfestivals und Konzerthäuser magisch verbunden, in denen ihre Werte und ihr Lebensentwurf lustvoll verhöhnt und verspottet wurde. Deshalb ist der liberale Blick auf die Gegenwart häufig unrund und beschränkt. Es fehlen in den Passagen zwischen Politik und Kultur oft genug Figuren wie Dahndorf oder Boris Johnson. Die energetische Aufladung insbesondere junger Bürgerskinder durch die zackigen Klänge der Beatles beendet den Stillstand in traditionellen Rollenbildern und schließlich löst Punk jene Freiheitswette ein, welche die 68er am Anfang ihrer Revolten wohl anboten, bevor sie sich in die Ideologien des 19. Jahrhunderts verstrickten. Der libertäre Urknall des Punk war eine Art Freiheitskernfusion, die auf den ersten Blick der bürgerlichen Welt den Krieg erklärte, auf den zweiten und genaueren Blick aber eine durchwegs bürgerliche Selbsterneuerung vorbereitete. Margaret Thatcher und Punk rissen dieselbe Welt ein und standen einander fassungslos mitunter feindlich gegenüber, vollkommen unnötig eigentlich. Der britische Harvard-Historiker Neil Ferguson erinnert sich an jenen Mai 1979, als die Sex Pistols England als faschistisches Regime beschimpften und die Königin als einen Unmenschen, um dann in ihrem Hit Anarchy in the UK jenes No Future zu intonieren, von denen die älteren kulturpessimistischen Kritiker meinten, es sei eine Selbstbeschreibung dieser Generation. Das ist komplett falsch. Es heißt, there is no future in England's dreaming. Die alten, ausgeleierten, gewerkschaftlich organisierten Träume hatten keine Zukunft mehr. Sie waren Albträume in der Realität geworden. Die Labour-Regierung hatte das Land an den Abgrund regiert. Nichts funktionierte. Die Züge hatten Verspätungen, die öffentlichen Telefone waren kaputt und wurden in Fergusons Vierteln, wo er aufwuchs, als Toiletten missbraucht.
Die Gewerkschaften organisierten einen Streik nach dem anderen. Die Inflationsrate lag bei knapp 17%. "I was a punk out of frustration", schreibt Ferguson, "but I was a Tory out of hope." Er war nicht der Einzige. Mick Jagger, der noch als Street-Fighting-Man die Militanz der linken Avantgarde idealisierte Ende der 60er Jahre, teilte ein gutes Jahrzehnt später Thatchers kühlen Blick auf das Land. Zitat: "In the little old country where I come from, nobody ever works, nothing ever gets done." Da hört bei diesem Song, wer mag, heraus, dass Jagger seinen MA an der London School of Economics gemacht hatte. Julie Burchill, die erste Ikone des Punk wie der Popliteratur, wurde nach wenigen Wochen als Sozialistin dann überzeugte Thatcheristin. In Thatchers harten Reformen und ihrer kompromisslosen Art, mit dem etatistischen Establishment ebenso aufzuräumen wie mit der Klassengesellschaft der Tories, das erinnerte die Punks an ihre eigene Aggressivität. "You do not achieve anything without trouble, ever", wusste Thatcher, und welcher Punk wollte ihr da widersprechen? Die Anfänge fast aller Popkulturen liegen im Gegenkulturen, im gesellschaftlichen Off. Popkultur ist eine monströse Emanzipationsmaschinerie, die mit Jazz und R&B, später mit Disco und Hip-Hop Afroamerikaner in die Mitte der amerikanischen Gesellschaft holt. Ohne Hip-Hop wäre heute kein Obama denkbar. Der amerikanische Präsident weiß dies und pflegt seine engen Kontakte zu Jay-Z und P. Diddy. Die Emanzipation der Schwulen wird von Disco- und Hausklängen begleitet. Die der Frauen gipfelt in Figuren wie Lara Croft, Carrie Bradshaw oder Carrie Masterson, der Heldin der US-Serie Homeland. Alle Emanzipationsdynamiken unterliegen in der Popkultur einem heftigen individualistischen Drift. Eigentlich hat die Popkultur dort, wo sie in vollem Saft als Sinn- und Leidenschaftskraftwerk die Gesellschaft mit rohen Energien versorgt, nur ein Thema, und das ist die Freiheit. Die Liberalen haben die Deutung dieser Welten aber vornehm der Linken überlassen, die sie problemlos eingemeindet hat in ihr großes Befreiungsnarrativ, an deren Ende Gulags oder François Hollande stehen. An dieser Stelle hatte ich bis gestern eigentlich einen Filmausschnitt geplant, um sie mit dem wüstesten aller Punk-Künstler zu konfrontieren, Gigi Allen. Und ich habe die Rede zuerst meiner Frau gehalten und sie hat gesagt: "Schatz, mach's nicht. Die Freiheit des Drogenkonsumenten ist nochmal etwas anderes." Und in diesem Sinne belasse ich es bei einem Hinweis auf Gigi Allen und werde an alle, die ein Interesse haben, die schicken mir ein E-Mail, dann schicke ich den Filmausschnitt zur Nachbereitung, wenn sie dann wirklich tiefer einsteigen wollen. Die Popkultur bereitet einen nächsten Umbruch in unserem Sinnuniversum vor. Auf den Linguistik-Turn folgt der Iconic-Turn. Die Sprache wird noch unwichtiger und die Bilder werden umso wichtiger. Welche Bilder erzählen von Freiheit? Die klassische Ikonografie ist bekannt. Delacroix, die Freiheit führt das Volk, dicht gefolgt von exzellenten Fotodokumenten, historische Sternstunden der Freiheit, die Befreiung von Auschwitz, Willy Brandts Kniefall in Warschau, die vor Glück weinenden Menschen auf der Berliner Mauer am 9. November. Es sind die Bilder der großen Freiheitsmomente, der in der Wertschätzung oft genug der Unterbau jener heroisch kleinen Freiheiten fehlt, die bei der Betrachtung, sagen wir, eines Skateboarders entdeckt werden kann, der auf einer 10 Meter hohen Stahlskulptur im Herzen Berlins waghalsige Manöver unternimmt. Anfänge einer liberalen Theorie des Skateboardens wurden an anderer Stelle schon notiert. Der Ordoliberalismus der italienischen Fußballnationalmannschaft, die im vergangenen Jahr Deutschland wegfegte, wurde skizziert. Straßenmode und Extremsportarten, Facebook-Symphonien und anarchische Flashmob-Partys. All diese ungeheuerlichen Bilder von Freiheit, sie werden reflektiert, aber selten genug von liberalen Denkern und Theoretikern. Auch in dem ziemlich gesitteten wie sicherheitsorientierten Deutschland bereitet sich ein individualistischer Hedonismus aus, in dem kleine Freiheiten versucht und genossen werden. Der schon zitierte Theologe und Philosoph Jochen Wagner ist da weniger zuversichtlich. Er hält den Libero
als die wirklich einzig deutsche Erfindung in Sachen Freiheit. Aber ist melancholisch, weil auch Pep Guardiola ihn den letzten Mann nennt, so als gelte es den Jüngerschen und Schmidtschen Bedeutungshof mitzuschleppen. Aber in der Tat hat der Sport, dessen Wahrnehmung zunehmend kulturelle Formen und Medien bekommt, Partituren der Freiheit produziert, die dank der Anwesenheit von Fernsehkameras zu einzigartigen Schaustücken gelebter Freiheitsexzesse geworden sind. Sie geben, und das ist meine Wahrnehmung, in der Regel mehr her als die hundertste Lektüre von John Stuart Mill und Immanuel Kant. Diego Maradonas 2:0 gegen England bei der WM 1986. Dieses 60 Meter Solo voll aufreizender Eleganz und spielerischer Virtuosität. Es ist ein wenig so, als könnte Maradona abheben und über den Dingen schweben. Er umtänzelt leichtfüßig seine Gegenspieler, die fast doppelt so groß und schwer erscheinen. Er weiß vor lauter Spielwitz nicht, welche Pirouette ihm den Weg zum Tor noch origineller erscheinen lässt. Ein freier Mensch kann fliegen. Diese Idee, diese Sinnestäuschung macht dieses Tor zu einer auch beim 100. Studium so atemraubenden Angelegenheit. Es ist auch der Irrglaube, der entsteht, wenn man waghalsige Skateboarder beobachtet. Es ist die maximale Transzendenz in der Immanenz. Auch wenn der Himmel leer sein sollte, wir Menschen sind gottähnlich dort, wo wir uns frei machen von irdischen Sorgen und Ballast. Das gilt auch für Ayrton Senna, den größten Rennfahrer aller Zeiten. Bei ihm genügen 40 Sekunden, in denen er beim Formel-1 Grand Prix von Donington 1993 vier Fahrer mit halsbrecherischen Manövern im Regen überholt, um sich an die Spitze des Feldes zu setzen. Es ist die Entsprechung zu Maradonas Solo unter verschärften Bedingungen, weil jedes dieser exotisch anmuteten Manöver lebensgefährlich ist. Senna fuhr Linien, wie sie kein anderer Rennfahrer für möglich hielt. Er erkämpfte seinem Sport neue Einsichten, wie Rennstrecken und Rennwagen genutzt werden konnten. Für Senna, den privilegiert aufgewachsenen Bürgersohn, war die Bestimmung des freien Mannes der Wettbewerb und seine innere Ritterlichkeit eine Frage des Stils. Senna interessierte sich nur für Siege, spendete aber einen Großteil seines Vermögens an seine Stiftung, die Kinder half, die weniger privilegiert aufgewachsen sind. Er rettete das Leben seiner Kollegen, auch wenn er dabei sein eigenes Leben riskieren musste. Der Dokumentarfilm über sein Leben gehört zu den besten Quellentexten, wenn man so will, im übertragenen Sinne des zeitgenössischen Liberalismus. Ebenso wie die großartigen Interviews von Diego Maradona, der dem Elend seiner Herkunft nie entkommen sollte. Er könne in jedem Land spielen, auch in einer Diktatur, erklärte Maradona, solange man mir meine Freiheit auf dem Fußballplatz lässt. Dann ist es mir gleich. Seine Schwierigkeiten als Trainer begründete er mit seiner Aversion gegen festgefügte Ordnungen. Ich hasse Regeln und Vorschriften. Ich habe sie immer gehasst. Wie könnte ich da jemals Trainer sein? Gerade aus dem Scheitern der Freiheitshochkultur, die eine Kultur der Eliten war, müsste der Liberalismus sich den Freiheitserzählungen der populären Kultur und dem Sport zuwenden. Auch weil dort der zerschmetterte Begriff der Freiheit als solcher nicht benötigt wird. Die westlichen Gesellschaften liberalisieren sich allen Sicherheitsbedürfnissen zum Trotz weiter. Doch das klassische, vermeintlich liberale Denken und auch das echte klassisch liberale Denken kann davon zu wenig profitieren, weil es nicht die richtige Sprache spricht und die richtige Haltung einnimmt, um die Energien dieses Trends einzufangen und zu verstärken. Neue Partituren und Heldentenöre der Freiheit erzeugen einen Sog, während alte Konzepte von Freiheit, die sein müssen, lediglich als Referenz dienen können. Liberalismus ohne Euphorie wirkt unglaubwürdig, weil er stets die Möglichkeitsräume des Einzelnen im Blick haben will, sein Fortkommen, seine Chance auf Glück. Deutschland, die verspätete Nation, deren Dichter und Denker die beeindruckenden, himmlischsten Beiträge zu einer Kultur der Freiheit erschaffen haben, deren politisches System aber den denkbar längsten, blutigsten und fragilsten Weg zur Freiheit genommen hat. Diese Nation besitzt am Anfang des 21. Jahrhunderts die besten Voraussetzungen, friedlich, zivil und kreativ jene Bevormundungsgüte und die damit verbundene Besteuerung im Nachgang
zu Wende mit alternativen Konzepten zu überdenken. Das neue, überraschend positive Image des Landes hat auch mit den Schaufenstern des Freien Westens zu tun, die in der Hauptstadt Berlin am augenfälligsten die alten Schatten des Preußentums und des Hyperprotestantischen abgelegt haben. Boris Johnsons faszinierter Blick auf Berlin als einer inspirierenden, weil freien Stadt hat noch keine Entsprechung in eine politische und theoretische Rhetorik gefunden, die jener Fremdwahrnehmung mit einer passenden Selbstreflexion versieht. Ich komme zum Ende. Ralf Dahndorf hat den Liberalismus als einen Prozess beschrieben, Zitat, durch den Menschen neue Lebenschancen für weitere Menschen erkunden. Das Wort erkunden besitzt eine existenzielle Botschaft. Die Erkundung ist die empirische Prüfung einer Freiheitsmöglichkeit. Sie muss versucht werden, auch dort, wo sie schwierig, unzugänglich und mit bleiernem Widerstand zu rechnen hat. Historisch kommt der Begriff aus der militärischen Aufklärung. Die Erkunder sind die Vorfühler der Avantgarde. Sie bereiten deren Vorrücken vor. Die Avantgarde ist der erste Truppenteil, der Feindberührung hat. Politische, soziale und kulturelle Avantgarde haben in unterschiedlichem Maße die Freiheits- und damit Lebenschance für weitere Menschen nicht nur erkundet, sondern erfochten. Der zeitgenössische Liberale ist für Dahndorf zum Erkunden verpflichtet. Man würde dem Liberalismus wünschen, dass seine Vordenker und Streiter noch mehr auch Avantgarde sein wollen, mit Lust auf Feindberührungen abseits klassischer Frontverläufe und mit den erwartbaren Frontstellungen. Die aktuelle Phänomenologie des Liberalismus ist eine weithin etablierte Lebenswelt, in der Biografien geordnete Bahnen ziehen und in der zum Teil schnörkellos Erfolg an Erfolg gereiht wird. Dieses Gelingen ist kostbar und verdient großen Respekt. Der etablierten und damit konservativen Pflege des Liberalismus muss aber eine rebellische, revoltierende, anti-elitäre, raue und rohe Denkschule in Kultur hinzugefügt werden, um das Reden zur Freiheit aus dem Kerker ihres Historismus und ihrer pragmatischen Nützlichkeit zu schleudern. Im Reden über die Freiheit waren die Deutschen stets emsig. In der existenziellen Hingabe an ein freies Leben blieben sie bis heute zu oft zaghaft, ängstlich, sicherheitsverliebt und risikoscheu. Besonders drastisch wird dies in den politischen Institutionen exemplifiziert, in der Individualisten, krumme Biografien und widerständiges Denken nur in der Karikatur als Protestpartei Lärmer auftauchen. Wer das Wort Freiheit laut und ernst ausspricht, muss im Zweifel bereit sein, sich mit allen anzulegen, auch mit denen, die sich für Freunde der Freiheit halten. Das Motto des von vor wenigen Wochen verstorbenen großen deutschen Unternehmers Berthold Beitz stammt von dem griechischen Staatsmann und Polis-Gestalter Perikles, der dem Wesen der Freiheit schon vor 2500 Jahren ganz nahe kam, als er sagte: Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. Dieser Weisheit letzter Schluss steht am Anfang der Freiheitsgeschichte des Abendlandes. Es ist ein Vermächtnis, dessen Aktualität nicht zwingender sein könnte. Die Freiheitsgeste, die existenziell individuelle, ist die Grundlage freiheitlicher Verfassungen von Staat und Gesellschaft. Deswegen ist keine Rebellion dysfunktional, wenn sie neue Möglichkeitsräume entdeckt und gestaltet. Wenn das Geheimnis der Freiheit der Mut ist, der gewissermaßen das Heldenpanorama dieser Rede verbindet, von Wittgenstein über G.G. Allen bis Berthold Beitz, was ist das Geheimnis des Mutes? Ein Geheimnis des Mutes ist die Neugier, weil am Anfang einer vom Freiheitsmuskel existenziell erzwungenen Ausbruchsgeste der Handelnde nicht weiß, wie dieser Akt ihn, seine Um- und Mitwelt verändert. Freiheit ereignet sich dort, wo Handeln und Tun auch dem Handelnden selbst verblüffen. Ein anderes Geheimnis des Mutes ist die Unfähigkeit, Risiko zu vermeiden. Die Medizin weiß längst, dass die Neigung zum Risiko auch eine Sucht produzieren kann, weil die Ausschüttung von Endorphinen im Augenblick der Gefahr abhängig machen kann. Dieser Mut ist das Gegenteil jenes Mutes, wie er in Sonntagsreden oft genug eingefordert wird.
Die großen politischen Gesten des 20. Jahrhunderts waren Ergebnisse existenzieller Notwendigkeiten. Nur Willy Brandt konnte, nein, musste vielleicht vor dem Denkmal des Warschauer Ghettos in die Knie gehen, ohne dies geplant zu haben. Er hat damit die Welt verändert, er hat sie zu einem besseren Ort gemacht. In dieser einen Geste kam die Essenz eines Lebens am Rande der Gesellschaft, im Widerstand, in Verantwortung an den Konfliktherden des Kalten Krieges zum Ausdruck. Es war eine Geste eines freien und mutigen Menschen. Nur diese freien Menschen erreichen die Herzen der Menschen wirklich, wenn sie tun, was sie tun müssen, weil es gar nicht anders geht. Sie sind zur Freiheit verdammt und nehmen dieses Urteil dankbar an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.